Hi zusammen. Tausend Dank für das viele positive Feedback. Es ist gerade mal ein paar Wochen her, dass die ganze Serie nur eine fixe Idee war. Und schon nach 4 Folgen haben über 85.000 Menschen die Interviews gesehen und es erreichen mich hunderte Nachrichten von euch. Viele von euch haben mich gefragt, warum ich die Serie überhaupt angefangen habe und wie ich sie in meinen vollgepackten Tag unterkriege. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich bin ein großer Fan davon, Wissen zu teilen. Das ist auch der Grund, weswegen Bernd, Felix und ich die Bits & Pretzels veranstalten und Unternehmer aus der ganzen Welt nach München einladen. Wir wollen Gründern eine Plattform geben, wo sie voneinander lernen können, um sie noch schneller erfolgreich zu machen. Außerdem nehme ich natürlich selbst auch immer sehr viel von den Interviews für meine Arbeit mit. Der Zeitaufwand hält sich dank einiger Unterstützung im Rahmen. Im Augenblick ist es roundabout eine Stunde, die ich pro Woche mit den Interviews verbringe. Wir haben am Anfang mit einem sehr kleinen Setup begonnen. Einer Kamera, einer Lampe und einem sehr günstigen Mikro. Ich würde sagen, ein perfektes Setup für einen MVV, ein Minimal Viable Video. Die letzten Wochen wurde aber dann schon sehr deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, sowohl technisch als auch inhaltlich aufzurüsten. Wir haben jetzt 1, 2 und 3 Kameras. Dazu kommen noch 2 deutlich bessere Mikrofone und eine weitere Lampe. Die ist aber leider aktuell noch unterwegs und wird dann hoffentlich innerhalb der nächsten Wochen zum Einsatz kommen. Außerdem will ich euch auch gerne kurz unser Ein-Mann-Videoteam vorstellen, nämlich Hallo. Den Vitus. Vitus ist gerade einmal 16 Jahre alt, geht aktuell noch zur Schule, dreht aber schon seit mehr als 2 Jahren Filme und studiert quasi die Kunst der Videografie nebenbei. Ich glaube, ich und ihr alle könnt gespannt sein, was von Vitus noch kommen wird. Unbedingt. Neben der technischen Neuerung habe ich mir in den letzten Tagen auch Gedanken dazu gemacht, wie das Format heißen soll. Founder Timeboxing. Gründer, die gegen die Uhr antreten. Außerdem werde ich künftig Hintergrundinformationen zur Technik oder zum Format, wie auch jetzt gerade eben, nur noch in separaten Videos aufnehmen, um die Founder Timeboxing Videos mit noch mehr Wissen zu füllen. Ach, und was ich fast noch vergessen habe, es wird künftig auch englische Untertitel geben und vielleicht werden die Videos schon bald komplett auf Englisch sein. Das war's erstmal mit den neuen Kündigungen. Zu guter Letzt und wie immer, ich freue mich sehr darüber, wenn ihr die Videos liked, teilt oder kommentiert. Schreibt auch gerne runter, wenn ihr Kritik habt oder Verbesserungsvorschläge. Wir sind für alle Vorschläge oder Personen, die wir unbedingt in Zukunft interviewen sollten, immer offen. Bis bald und bis zur nächsten Ausgabe von Founder Timeboxing, euer Andi. Ciao.